Servus und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Once I Was Blind. Es ist ein Horror-Game, wo du einen Blinden spielst, der über Drogen und über sein Brüllen macht er so wie Schnalzen. Dadurch kannst du diesen Raum sehen, in dem du bist. Es ist ja gesagt so eine Art Slenderman-Spiel, weil du musst Gegenstände finden, um dementsprechend weiterzukommen. So, und ich wollte noch einen Punkt ansprechen im letzten Video, ob ich einen Kommentar bekomme. Ich freue mich selber über Kommentare und ich will auch die Tipps beherbergen. Ich werde mich einfach mal so natürlich geben, wie ich bin, mit dieser ausgeflippten Art und nicht mit diesem leicht gespielten. Alles klar, here we go. So, und es kann auch direkt losgehen. Also ich will jetzt die Schauspielerei, wie gesagt, lassen. Ich kann auf E interagieren, auf der linken Maustaste tue ich diesen Stoß machen, auf Shift rennen und auf der rechten Taste halt, wenn ich diese Medikamente habe, kann ich mir diese Medikamente geben, mit dem er dann den Raum für kurze Zeit sehen kann. Soweit ich mich jetzt nicht geirrt habe, müsste es so sein. Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe den Ton ein bisschen was sehr laut gestellt. Also nicht vom Mikro, sondern vom Game selber, weil ich höre hier drüber. Wow! Ich habe jetzt die Intro übersprungen, weil ohne Text kann ich das nicht gerade gut übersetzen. So. Das ist jetzt der Stoß, damit nimmt er kurze Zeit den Raum richtig wahr. Ich muss nur aufpassen, dass ich beim Zocken nicht über den Bild rankomme. So, was bringt dieser Stein hier eigentlich? Was bringt der Stein? Kann ich mit dir reden? Oh, steh auf dir, Entschuldigung. Aber dadurch kann er sehen. Achso. Gut, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick über die gesamte Map. Warum wird der Herzschlag schneller? Wird der schneller? Verpassen wir uns mal eine Dröhnung. Was ist das? Nee, so eine Scheiße, was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was war das denn jetzt? Willst du nicht, dass ich da hingehe? Boah. Ich weiß überhaupt nicht, worum es in diesem Game geht, aber das werde ich noch rausfinden. Der kommt wieder, wetten. Kann jetzt sein, weil ich irgendwie das Spiel verlasse, den Rand, der dann kommt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber nicht unbedingt. Oh. Bonsai-Baum. Lass mich in Ruhe. Gibt's hier nicht irgendwie Save Points? Warte mal, wow. Was ist das denn? Wo ist der? Scheißendreck. Oh, der Baum hält einen fest. Wow, ich bin am frecken Lauf. Wieso? Das Spiel heißt ja 1, 2, ich blind. Ich gehe jetzt mal hier die ganzen Pfade ab. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wohin ich muss. Da vorne leuchtet was. Ah. Ich gehe jetzt nur mal von aus, dass ich hier drin sicher bin. Ich weiß auch nicht, was er genau mit diesen Checkpoints auf sich hat. Gehen wir mal dahin. Ja, das sieht gut aus. Was war das denn jetzt? Oh ne, wo ist der? Wo ist der?
Lauf. Also der kann uns nicht kriegen, wenn wir weglaufen. Und wenn wir weit genug weg sind, dann kann er uns auch nichts tun. Nur die Frage ist, was muss ich tun? Da ist ein Tor. Und allem Anschein nach muss ich jetzt zwei Portale öffnen oder irgendwie so Dinge aktivieren wie jetzt gerade eben. Damit ich weiterkomme. Und du fällst ja ziemlich oft auf die Fresse, das ist ja schon klar. Ah, alles klar, da ist eine Straße. Gut, je nachdem welchen Untergrund du läufst, merke ich selber, verändert sich auch die Haltung des Charakters. Was ist das? Hat der Baum Augen? Jo, ist gut. Ich lass deinen Baum in Ruhe. Geh weg. Warum ist das jetzt blau? Das ist ein verdammt geiler Himmel. Das ist wirklich scheiße geil gemacht. Ach so, der muss... Was hat denn jetzt gerade? Steht da jemand? Ja, jetzt sah nur so aus. Oh, aber warum kann ich jetzt auf einmal sehen? Welches Phänomen liegt daran, dass der jetzt auf einmal sehen kann? Ist es vielleicht durch die Dinger, die wir aktiviert haben? Aber der sieht irgendeinen Puls. Das muss ja irgendwas heißen. Ich bin mir nicht sicher, ob je schneller der Herzschlag wird, desto eher ich an so ein Ding drankomme, aber... Was habe ich denn jetzt aktiviert? Nein! Warum bin ich jetzt gestorben? Warum bin ich jetzt gestorben? Ernsthaft? Ich glaube, da muss ich mich mal ein bisschen was dran setzen. So, das war's jetzt leider mit dem viel zu kurzen Once I Was Blind. Ich werde mich dann nochmal reinarbeiten die Tage. Stehen momentan aber leider noch andere Projekte an, weswegen ich jetzt nicht alles direkt auf Anhieb machen kann. Coma Mercury will ich zum Beispiel noch weitermachen. Pesadelo will ich nochmal durchzocken, obwohl ich gesagt habe, ich lege jetzt erstmal auf Eis. Ich werde schon von ein paar Leuten drum gebeten. Und Fitchment will ich noch anzocken und sehr wahrscheinlich will ich jetzt morgen oder heute Abend noch die nächste Folge von Incendate weiterzocken. Also wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut, euer Karo, und ciao. Ich traue euch beiden nicht. Jetzt guckt ihr die nicht an. Wow, wow! Wow!